Hallo, mein Name ist Robert Heinze vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. In dieser Kurzreview für die Datenbank Games in der Erinnerungskultur der Stiftung Digitale Spielekultur stelle ich Ihnen das Spiel Curious Expedition vor und frage insbesondere nach seiner erinnerungskulturellen Bedeutung. Curious Expedition ist ein Roguelike-Spiel des Berliner Indie-Entwicklerstudios Maschinenmensch. Roguelike heißt, dass es nur einen Speicherstand gibt und der und die Spielerin im Fall des Scheiterns wieder von vorne anfangen muss. Der Reiz des Spiels ergibt sich aus der Wiederholung, dem Erlernen und Beherrschen der Regeln und der prozeduralen, zufälligen Generierung von Ereignissen. Das heißt, dass kein Spieldurchlauf wie der andere ist. Dabei wechselt das Spiel zwischen der Reise auf einer in sechseckige Felder eingeteilten Karte und Ereignisbildschirmen, die die Spielerin vor Entscheidungen stellen, die den weiteren Verlauf der Expedition prägen oder auf einem Würfelsystem basierende Kämpfe mit Tieren und anderen Gegnern ausfechten lassen. Ziel des Spiels ist, durch Entdeckungen und Spenden von Beutegut an das British Museum den eigenen Ruhm zu erhöhen und der oder die berühmteste Entdeckerin zu werden. Die Spielregeln sind leicht zu erlernen, aber das starke Zufallselement macht sie schwer zu meistern. Im einfachen Schwierigkeitsgrad ist das Spiel aber auch für SpielerInnen mit wenig Erfahrung erlernbar. Die Kürze des Spiels ermöglicht es, eine Expedition in eine Unterrichtsstunde zu integrieren. Sie dauern je nach Schwierigkeitsgrad etwa 15 bis 20 Minuten. Jedes Spiel erzählt eine neue Geschichte. In Curious Expedition ist das die Geschichte von Entdeckungen, also der Erkundung exotischer Gegenden, Entdeckung neuer Tempel, Völker und Flora und Fauna. Das Spiel versetzt die Spielenden in eine fiktive Version des 19. Jahrhunderts. Eine Mischung aus tatsächlichen Entdeckerreisen, Reportagen, Kolportagen und Abenteuerliteratur im Stil von Jules Verne oder Edgar Burroughs. Satirisch überspitzt präsentiert es die Erzählung einer Entdeckerin von ihren Reisen, gebrochen durch die gleichzeitige Darstellung der Konsequenzen dieser Reisen. Meistens hinterlässt das kleine Entdeckerteam nach Ende einer Expedition wütende Eingeborene, zerstörte Landschaften und geplünderte Dörfer und Tempel. Die Themen, Bilder und Topoi, die das Spiel aufruft, sind heute popkulturell weit verbreitet. Obwohl nicht viele SchülerInnen und Studierende die Reisereportagen, Expeditionsberichte und Abenteuerliteratur des 19. Jahrhunderts gelesen haben dürften, sind ihnen wilde Völker, Schamanen, exotische Tempel, verfluchte Mumien, verborgen lebende Dinosaurier und heroische EntdeckerInnen nicht nur aus Filmreihen wie Indiana Jones und The Mummy bekannt, sondern auch aus vielen Videospielen, zum Beispiel die Tomb Raider, Uncharted oder Far Cry Reihen. In Curious Expedition werden diese Topoi karikiert und die EntdeckerInnen als ungeschickt durch ihnen fremde Länder und Kulturen stolpernde, eine Spur der Verwüstung zurücklassende, arrogante KulturchauvinistInnen vorgeführt, die für Ruhm auch mal eine religiös offensichtlich wichtige Statue aus einem Dorf stehlen. Das Spiel scheut sich nicht, munter historische Figuren und Klischees in einen Mixer zu stecken und anzuschalten. Wo sonst kann man mit Harriet Tubman eine Statue aus einem Tempel stehlen, vor den sich ausbreitenden Lavamassen fliehen und zusehen, wie ein Dinosaurier davon verschlungen wird. Allerdings nimmt das Spiel auf der erzählerischen Ebene konsequent die Perspektive der Entdeckerin ein. Dass sie eine unzuverlässige Erzählerin ist, müssen Spielende sich selbst erarbeiten. An den Rezensionen zum Spiel sieht man, dass das nicht allen klar wurde. Der Kontrast zwischen den Beschreibungen und den auf dem Bildschirm dargestellten Taten ist nicht unbedingt allen gleich klar. Da das Spiel konsequent die Perspektive der EntdeckerInnen einnimmt, werden lokale Bevölkerungen, egal in welchem Teil der Welt wir uns befinden, als Stereotype von primitiven Kulturen dargestellt. Das Spiel orientiert sich in der Erzählweise an einem weiteren bekannten literarischen Werk des 19. bzw. frühen 20. Jahrhunderts, nämlich Joseph Conrads Herz der Finsternis. Wie Conrad auch, bedient sich Curious Expedition einer unzuverlässigen Erzählerin, um Kritik an den europäischen Entdeckungen und Eroberungen zu äußern. Und wie Conrad auch, wiederholt das Spiel dabei visuell und narrativ rassistische Stereotype über die kolonisierten Bevölkerungen. Eingeborene sehen fast überall gleich aus. Ihre Kulturen werden nur von der unzuverlässigen Erzählerin mit den immer gleichen Klischees beschrieben. Auch kulturelle Artefakte und Ruinen sind austauschbar. Es gibt keinen Non-Player-Character, der die Anwesenheit der EntdeckerInnen oder deren Handlungen hinterfragt, da alle Begegnungen nur über die ErzählerInnen vermittelt geschehen. So bleibt das Spiel ambivalent gegenüber seinem eigenen Gegenstand und ermöglicht eine Kritik an dem weißen Blick der EntdeckerInnen nur durch Kontextualisierung. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenden Sie sich mit Fragen gerne an die Stiftung Digitale Spielekultur oder den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele.